Herzlich willkommen zu den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hense und ich habe das große Privileg und Vergnügen, im Rahmen dieses Festivals die BIFF Talks durchzuführen. Das sind Gespräche mit SchauspielerInnen, RegisseurInnen und weiteren Gästen unseres Festivals. Wir möchten die Filme kennenlernen in einem offenen Gespräch und auch die Menschen, die dahinterstehen. Und mit mir heute sind Eva Habermann und Lili Liefers. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Der Film, den ihr mitgebracht habt, ist Die wahre Schönheit und läuft in der Reihe Neue Deutsche Filme. Wie ist es zu diesem Film gekommen und auch zu diesem Titel, Die wahre Schönheit? Nicht nur irgendeine. Wow, es sind ja mehrere Fragen auf einmal jetzt. Zu diesem Film ist es gekommen, weil ich den Regisseur kennengelernt habe. Anfang 2019 hatte mir eine Freundin empfohlen und ich habe einen Film von ihm gesehen, den er davor gemacht hat und mir gefiel, der hieß Jenseits von Gut und Böse, und mir hat daran so gut gefallen, wie psychologisch und ruhig er die Charaktere erzählt, aber trotzdem alles so rüberkommt. Das sind also Filme, das ist ja auch bei der wahren Schönheit so, das ist eher ein ruhiger Film und ist viel einfach so Zwischenmenschliches, was auch viel zwischen den Zeilen liegt und wie Menschen miteinander umgehen und wie sie aufeinander wirken. So ist es dazu gekommen und ich habe ihm dann gesagt, wenn du mal ein Drehbuch hast für mich, dann schick mir das, ich hätte voll Lust dazu. Dann hat er mir März 2019 ein Drehbuch geschickt und ich habe gesagt, du, finde ich total super, aber lass uns das noch ein bisschen überarbeiten, dass es noch irgendwie mehr eine rundere Sache wird. Und da habe ich dann auch mitgeschrieben, also ich bin Co-Autor bei diesem Buch, weil mir aber auch das Thema sehr am Herzen liegt, also dieses innerhalb einer Familie, dass man zusammenhält und gerade, wenn man Schwierigkeiten hat, dass nicht alle davonlaufen vor den Problemen, sondern dass man eigentlich gerade dann zusammenhalten muss, gerade auch im Angesicht von Depressionen, die heutzutage leider immer noch sehr missverstanden werden als, ach, der ist schlecht drauf und nicht als ernsthafte Krankheit, wo man sich auf jeden Fall Hilfe suchen muss. Und ja, so, und wahre Schönheit hat natürlich, dieser Titel ist so, dass jeder auf der Suche ist nach der wahren Schönheit, also im Prinzip nach seinem Glück, aber dass eben keiner diese wahre Schönheit in sich sucht, sondern außerhalb. Und das Tolle ist eben, Lilly, unsere Hauptdarstellerin und meine Tochter im Film, meine Stieftochter, die kann eben als Jugendliche nur hilflos zuschauen, wie die beiden Erwachsenen, also ihre Eltern, sich so unvernünftig benehmen und der Vater sich verliebt und sich versucht abzulenken und sie an ihre Stiefmutter überhaupt nicht mehr rankommt. Und Lilly war auch die erste, mit die wir besetzt haben, ja, weil sie mir sofort in den Kopf kam dafür, weil sie einfach eine sehr große Tiefe hat. Darf ich das so sagen? Vielen Dank, Eva. Ja. Du schmeichelst mir. Ja. Wie war denn für dich die ganze Dreharbeit, Lilly? Also es hat auf jeden Fall total Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das Team sehr, sehr, sehr zusammen miteinander war, da es auch nicht so ein großes Team war, war es sehr viel einfacher, irgendwie so alle, also von fast allen so die Namen zu kennen oder wenigstens irgendwie mal wirklich jetzt mit jemandem ein richtiges Gespräch zu haben, anstatt dass man sich einfach nur so nebeneinander so an sich vorbeiläuft, konnte man wirklich so die Leute kennenlernen. Und ich finde, das macht es irgendwie einfach viel angenehmer, weil man dann sich einfach viel wohler fühlt am Set, als wenn man eigentlich da niemanden kennt. Das heißt, es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, weil wir einfach irgendwie so voll ein gutes Team waren, alle zusammen, hatte ich das Gefühl. Es klingt auch nach optimalen Bedingungen, um so ein ja, heikles, zu Unrecht stigmatisiertes Thema auch anzugehen. Wie war das denn für dich, Eva? Du hast mitgeschrieben, hast du gesagt, und du spielst auch mit im Film. Das stelle ich mir nicht einfach vor. Du, es war so, ich habe den Film ja auch produziert. Und es war so, an den Tagen, wo ich dann Produzentin war, war ich ganz normal am Set. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen dran erinnerst. Und an den Tagen, wo ich dann Mona, also die Rolle war, saß ich meistens heulend in meinem Wagen und habe versucht, mich einfach auch so reinzustimmen. Dann kam der Aufnahmeleiter öfters vorbei und meinte immer so, alles okay bei dir? Ich so, nein, wirklich, es ist alles in Ordnung. Das ist jetzt für die Rolle, nimm mich nicht ernst. Es ist nur heute, ich muss da ein bisschen drin bleiben. Am nächsten Tag war das dann wieder so, als ich, nein, es ist alles okay. Ja, das ist immer so schwierig zu beurteilen hier. Aber es war wirklich sehr interessant. Aber
mir hat das halt wirklich super Spaß gemacht, auch gerade sich so zu zeigen. Und ein Trick davon, den darf ich kurz mal verraten, was unglaublich gut hilft, wenn du unglaublich schlecht aussehen möchtest, hol dir chinesisches Öl von der Apotheke. Das habe ich nämlich dann unter die Augen gemacht. Das hat total gebrannt, sodass ich eine Stunde lang geheult habe, dass das ganze Gesicht, also ich konnte eine Stunde lang die Augen nicht aufmachen, haben wir so ziemlich genau abgetimt. Ich hatte schon Sorge, dass es gar nicht mehr geht, aber dann für den einen Take dann oder für eine Szene, da war es dann gerade wieder gut, aber dadurch war das Gesicht halt aufgequollen, so wie man sich's vorstellt. Also wie halt jemand aussieht, der sich hauptsächlich von Tabletten und Alkohol ernährt und den ganzen Tag nur im Bett liegt. Ich hatte für die Rolle auch 15 Kilo zugenommen. Was mir aber gar nicht so schwer fiel. Das Abnehmen war sehr viel schwieriger. Ja, euer Cast hat auch viele junge Schauspielende. Lilly Liefers, du bist Teil davon, aber ansonsten auch noch viele andere. Wen dürfen wir da noch vor der Kamera sehen? Du meinst jetzt hier im Gespräch oder du meinst jetzt so hier? Da sind viele junge neue Menschen im Film zu sehen. Oh, wir hatten ganz grandiose junge Schauspieler, zum Beispiel Emma Schweiger, die ist auch ganz zufällig eine ganz tolle Freundin von Lilly. Wo kennt ihr euch oder wie lange kennt ihr euch schon? Wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange, weil unsere Väter ziemlich gut befreundet sind und deswegen... seit wir Babys sind. Wir kennen uns theoretisch schon, seit wir Babys sind. Seitdem reden wir noch nicht miteinander, aber... Ach so, okay. Aber die Szenen mit den beiden kamen immer auch so super natürlich rüber, wenn ihr spielt ja da auch beste Freundin und das war so super locker irgendwie. Habt ihr da auch viel improvisiert? Ich glaube, es kommt drauf an. Also bei manchen Szenen, wie beispielsweise jetzt, als wir da Fußball spielen, das war ziemlich improvisiert. Ja. Aber ja, also wir hatten ja, ihr habt uns ja auch ziemlich viel Freiraum gegeben, damit wir alleine so unsere Gefühle reininterpretieren konnten. Und wenn es dann total falsch wäre, dann, keine Ahnung, dann kommt halt so eine kleine Idee, so wollt ihr es nicht lieber so machen. Aber wir hatten trotzdem sehr viel kreative Freiheit immer. Also, ja. Also Emma Schweiger war noch dabei, dann ist noch Mascha Paul dabei. Mascha Paul ist die Tochter von Christiane Paul, was wir aber erst hinterher festgestellt haben. Also ich hatte Mascha einfach gefunden in einer jugendlichen Agentur und dann nachher, als sie dann besetzt war, bekam ich auf einmal, man muss ja immer die Mütter dann in Copy setzen, Christiane Paul. Ich so, könnte das sein, dass das eventuell die Tochter ist von Christiane Paul? Und das war dann total lustig, weil wir in dem Sinn dann die Next Generation am Set hatten. Und das war so, so toll, die haben so toll gespielt und auch unsere Jungs waren großartig. Das war einmal der Arvid Friese, der gespielt hat das Remake von Tim Thaler, Das verlorene Lachen. Dann aber Tom Böttcher ist grandios, der ist so witzig. Und noch Elias Eisold, auch ganz toll. Also unsere jungen Schauspieler waren alle ein Träumchen. Ich war immer ganz stolz. Ja, das ist doch toll, dass wir in den neuen deutschen Filmen auch gleich die nächste Generation mit ankündigen dürfen. Ja. Ihr habt heute hier Deutschlandpremiere. Wie sind eure Gefühle? Seid ihr schon nervös? Wie wird's mit dem Q&A danach? Also vor Q&A habe ich eigentlich nie Angst, weil ich oft halt auch moderiere und ich stehe zu dem Film. Also es gibt überhaupt keine Fragen, die man mir nicht stellen kann, weil ich da auch komplett hinterstehe und auch sehr stolz bin, wie schön der Film geworden ist. Ich freue mich unglaublich, das mal auf der großen Leinwand zu sehen. Und auch mit dem 5.1 Mix, dass du es auch wirklich so überall hörst. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Erlebnis. Du hast ihn auch bisher nur so als Screener gesehen, aber das ist nochmal was anderes, weil du in diese Bilder wirklich eintauchst. Und ich bin auch gespannt auf die Reaktion des Publikums. Ich hatte schon mal eine kleine Testvorführung gemacht auf dem Traumschiff. Ich hatte nämlich Anfang des Jahres Traumschiff gedreht. Und da das Schiff komplett leer war wegen Corona, wir hatten da einen kleinen Kinosaal, da konnte man immer irgendwas zeigen. Also egal, konnte man auch also jetzt bestehende Filme schon zeigen. Und es war ganz interessant, weil das Publikum da also auch am Anfang sehr viel gelacht hat. Und dann driftet der Film halt doch in eine Richtung, wo man auf einmal kapiert, nein, es ist nicht alles gut, es ist wirklich... eigentlich sogar alles ziemlich schlecht, was passiert. Und die Leute waren nachher wirklich ganz still. Also es war wirklich auch, nachdem der ganze Abspann gelaufen war,
hat es wirklich noch gedauert und dann haben sie applaudiert und saßen dann alle so da. Und mich haben am nächsten Tag noch Leute darauf angesprochen, haben gesagt, ich habe jetzt den ganzen Abend darüber nachgedacht und heute Morgen auch schon wieder. Das war irgendwie ganz toll und ich hoffe einfach, dass es die Leute hier auch wieder so berührt. Ja, dafür sind Kinos da, dafür sind Festivals da. Wie ist euer Gefühl, jetzt hier in Braunschweig zu sein? Endlich mal wieder vor Ort präsent, statt, ja, wir sind heute, also wir sind generell gerade hybrid, aber letztes Jahr digital. Macht es für euch einen Unterschied? Das ist vielleicht eine rhetorische Frage natürlich. Also für mich, finde ich, macht es auf jeden Fall einen Unterschied, weil irgendwie, es ist schon ganz anders, in einem Saal zu sitzen mit ganz vielen Leuten und man guckt den Film alle zusammen und man geht durch all die verschiedenen Emotionen zusammen als so Gemeinschaft. Ich finde, es macht schon einen riesengroßen Unterschied, als wenn man irgendwie alleine im Bett sitzt oder mit einem Freund oder einer Freundin und dann halt einen Film guckt auf so einem kleinen Screen. Also ich finde es immer viel schöner, als im Kino zu gucken. Auch dann hat man Popcorn. Ach, Popcorn. Ja, das Popcorn ist das Wichtigste natürlich. Ja. Wir sind ja erst vor ein paar Stunden angekommen. Ich finde, wir werden hier unglaublich gut betreut. Also ich bin echt geflasht. Ich war jetzt vor 2 Tagen bei dem Raindance Festival für einen anderen Film, den wir co-produziert haben. Und also das war jetzt nicht schlecht, aber hier, wir werden förmlich verwöhnt irgendwie, haben einen Betreuer und also wir fühlen uns sehr, sehr, sehr willkommen hier. Das freut uns total. Ich wünsche euch heute ein ganz, ganz tolles Screening, die Premiere hier auf dem Festival, dass ihr es genießt, da zu sein und vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart mit eurem Film Die wahre Schönheit. Ja, es ist uns ein Fest. Uns auch. Danke. Danke.